Schaut man sich Strafakten von Prozessen an, in denen Männer in der Zeit des Nationalsozialismus wegen Unzuchtshandlungen mit Menschen desselben Geschlechts verurteilt worden sind, taucht ein Name in regelmäßigen Abständen auf. Es handelt sich um den ermittelnden Polizeibeamten Karl Seiringer, der zunächst Kriminalassistent und später Kriminaloberassistent in Wien war. Er war, wie gesagt, bei der Wiener Kriminalpolizei beschäftigt, die auch schon vor dem sogenannten Anschluss im März 1938 für die Ausforschung Homosexueller verantwortlich war. Die strafrechtliche Basis dieser Verfolgung war der Paragraph 129.1b des österreichischen Strafgesetzbuches von 1852, das auch nach dem Anschluss in Kraft geblieben ist. Als Verbrechen werden auch nachstehende Arten der Unzucht bestraft. Erstens Unzucht wider die Natur, das ist A mit Tieren und B mit Personen desselben Geschlechts. Das Strafmaß lag bei 1 bis 5 Jahren schweren Kerker. In der Zeit des Nationalsozialismus stieg die Zahl der Verhaftungen an und erreichte ihren Höhepunkt 1939. Daher stellt sich nun die Frage, mit welchen Methoden die Kriminalpolizei und insbesondere Karl Seiringer gearbeitet haben. Als Quellen dienen hier zwei ausgewählte Fälle, die 1940 und 1944 vor dem Wiener Landesgericht I verhandelt worden sind. Sie wurden aufgrund der darin enthaltenen Selbstaussagen Seiringers im Zuge der Hauptverhandlung ausgewählt. Diese Prozessakten sind Darstellungen aus der Perspektive der verfolgenden Behörden und zeigen daher auch die Stereotype der VerfolgerInnen. Weiters ist mit dem NS-Registraturakt und dem Gauakt Seiringers gearbeitet worden, um Details über sein Leben und seine Karriere zu erfahren. Karl Seiringer wurde 1905 im Bezirk Vöcklabruck geboren. Im Alter von 22 Jahren trat er in den Polizeidienst in Wien ein, wobei es nicht bekannt ist, in welcher Einheit und in welcher Dienststelle. Von September 1932 bis zum Juli 1934 war er Mitglied der NSDAP. Als Grund für den Austritt gibt er in einer politischen Beurteilung aus dem Jahr 1938 an, dass kein Block war zum Kassieren der Mitgliedsbeiträge gekommen sei und er daher den Kontakt verloren habe. Im selben Schreiben attestiert ihm die NSDAP ein, Zitat, bejahendes Verhalten zum heutigen Staat und der Partei. Spätestens 1939 wechselt Seiringer ins Sittendezernat. 1942 wandelt sich der positive Eindruck der NSDAP. Ein erneutes Ansuchen um ein Parteiaufnahmeverfahren wird rückgestellt, sodass Seiringer auf die Parteiaufnahme verzichtet. Vom NSDAP-Kreisleiter wird es folgendermaßen kommentiert: Ist daher auch kein Grund vorhanden, ihn irgendwie zu fördern. 1966 tritt Seiringer schließlich die Pension an und stirbt ein Jahr später in Wien. Der Ausgangspunkt vieler Strafprozesse aufgrund von 129.1b waren Beobachtungen, die an wichtigen Orten für homosexuelles Leben durchgeführt worden sind. Dies waren zum Beispiel die Wiener öffentlichen Bäder, das Esterhazy-Bad im 6. Bezirk und das Römerbad im 2. Bezirk, sowie öffentliche Toiletten und Parkanlagen. Seiringer observierte die Badegäste im Esterhazy-Bad regelmäßig. Dabei war er als verdeckter Ermittler tätig und war wie jeder andere Badegast mit einem Schurz bekleidet. Er wechselte den Beobachtungsposten innerhalb des Bades auf der Suche nach Homosexuellen, die er an ihrem, Zitat, typischen Blick, das heißt an den stechenden Augen, erkenne. Dass Seiringer für seine Beobachtungsposten jene Orte auswählt, an denen er davon ausgeht, homosexuelle Handlungen beobachten zu können, lässt darauf schließen, dass er die Szene gut kannte. Er inszeniert sich in den Prozessen als erfahrener Ermittler, indem er sagt, man erkenne, ob jemand Teil der homosexuellen Subkultur im Esterhazy-Bad sei. Zitat, wie man jemanden anmerkt, ob er erst Radfahren lernt oder es schon kann. Er begründet dies damit, seit 5 Jahren bei der Sittenpolizei zu arbeiten und in 300 bis 500 Fällen Tatzeuge gewesen zu sein. Er ging davon aus, dass die Männer ihn nicht als Kriminalbeamten wahrnehmen und begründet dies laut eigener Aussage damit,
dass er keine Notizen anfertige. Er wird auch das Ziel von Annäherungsversuchen. Um Verdächtige zu identifizieren, sucht er nach auffälligen körperlichen Merkmalen, sodass er zum Beispiel einen Verdächtigen anhand einer überknochenähnlichen Wucherung am Steißbein identifiziert. Im Hauptverhandlungsprotokoll wird diese Identifikationsmethode mehrfach betont und thematisiert. Die Verdächtigen wurden beim Verlassen des Bades festgenommen und anschließend auf der Polizeidienststelle verhört. Wenn notwendig, wurde auch ein Dolmetscher hinzugezogen, wie dies im Falle eines französischen Staatsangehörigen der Fall gewesen ist, auf den die Kripo über das Schneeballsystem aufmerksam geworden war. Das bedeutet, dass wenn ein Verdächtiger festgenommen worden ist, wird er oder sie zu vorherigen SexualpartnerInnen befragt, sodass die Polizei diese Personen auch festnehmen kann. In der Gerichtsverhandlung spricht Seiringer mehrfach davon, dass er alles genau protokolliert habe. Er beschreibt das Vernehmungsprotokoll oder die Entstehung des Vernehmungsprotokolls als, Zitat, Ergebnis eingehender Besprechung der Vorfälle und behandelter Fragen und nicht plötzlicher oder ihm entlockter Angaben. Er diktiere es laut eigener Aussage selbst, sodass der oder die Verdächtige schon höre, was geschrieben werde. Und vor der Unterschrift lese er auch nochmal alles vor. Obwohl davon auszugehen ist, dass auch Einschüchterung und Gewaltanwendung bei der Kripo an der Tagesordnung gewesen sind, wird dies nicht thematisiert. Seiringer betont auch immer wieder die Mitverantwortung der an den Vernehmungen beteiligten Verdächtigen. Möglicherweise wollte er auch damit während der Hauptverhandlung aufkommende Zweifel an seiner Ermittlungsarbeit entkräftigen. Auch wenn die Verfolgung homosexueller Personen kein rein nationalsozialistisches Phänomen war, hat sich Seiringer während des Nationalsozialismus in Wien maßgeblich daran beteiligt. Seine bevorzugte Ermittlungsmethode ist die Beobachtung an der für die Subkultur wichtigen Orte, jedoch lässt sich auch das Schneeballsystem nachweisen. Auffällig ist außerdem, dass Seiringer in seiner Reflexion über das Zustandekommen der Verhörprotokolle mehrfach betont, er arbeite sorgfältig. Als Kriminalbeamter, der als Zeuge vor Gericht aussagt, hat er selbstverständlich ein Interesse daran, glaubwürdig aufzutreten. Für zukünftige Forschungsprojekte wäre es nun interessant zu untersuchen, ob das Ende der nationalsozialistischen Regierung im Mai 1945 Änderungen in der Arbeitsweise der Kriminalpolizei mit sich brachte, insbesondere natürlich in jener von Seiringer, oder ob die Verfolgung kontinuierlich weitergeführt wurde.